gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo, herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit. Wir starten wie immer am Montag aus dem nördlichen Teil der Lausitz, dem Lausitzer Seenland. Gerade im ländlichen Raum fehlt es häufig an der allgemeinen medizinischen Versorgung. Auch in der Lausitz macht sich der Mangel an Hausärzten bemerkbar. Selbst Zuschüsse zu einer Praxiseröffnung, wie sie in Sachsen gezahlt werden, haben an der Situation bislang wenig geändert. Selbst in mittelgroßen Städten wie Hoyerswerda besteht das Problem fort. Im Stadtgebiet von Hoyerswerda fehlen derzeit 10 Hausärzte. Damit besteht laut Kassenärztlicher Vereinigung eine deutliche Unterversorgung. Auch ein Zuschuss der KV in Höhe von 60.000 Euro bei der Eröffnung einer neuen Hausarztpraxis hat bisher nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, musste auch die Geschäftsführerin des Lausitzer Seenlandklinikums Juliane Kürpe während der jüngsten Sitzung des Hoyerswerdaer Stadtrates konstatieren. Im Hausarztbereich ist es wirklich prekär, muss man sagen, im Stadtgebiet. Und das merken natürlich auch die vorherrschenden Hausärzte, die aktuell im Stadtgebiet schon sind, dass der Bedarf sehr hoch ist und dass es hier eine Unterdeckung gibt. Bei Fachärzten hingegen besteht im gesamten Gebiet der Westlausitz laut Kassenärztlicher Vereinigung eine sogenannte Überversorgung. Die Anzahl der Fachärzte für das jeweilige Gebiet wird durch einen auf die Einwohner bezogenen Schlüssel von der KV festgelegt. Ob diese Vorgaben dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, scheint zumindest im Hinblick auf die häufig langen Wartezeiten für einen Facharzttermin fraglich. Die Sitzungen des Hoyerswerdaer Stadtrates werden auch in diesem Jahr live im Internet übertragen. Das hat das Gremium in der letzten Sitzung des Vorjahres beschlossen. Neu ist dabei, dass die Ratstagungen nicht nur live übertragen werden, sondern auch aufgezeichnet und zum späteren Abruf auf dem YouTube-Kanal der Stadt bereitgestellt werden sollen. Bislang konnten Interessenten die zumeist 17 Uhr beginnenden Sitzungen ausschließlich zeitgleich mitverfolgen. Mit dem neuen Service wird dieser Mangel nunmehr beseitigt und die Ratssitzungen können einem breiteren Interessenkreis zugänglich gemacht werden. Aus Datenschutzgründen müssen die einzelnen Stadträte der Bereitstellung der Aufzeichnungen im Internet noch persönlich zustimmen. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. lädt zur digitalen Veranstaltungsreihe Tourismus Stammtische am 19. Januar ein. Die erste Veranstaltung findet unter dem Titel Wohin geht die Reise für den Tourismus im Lausitzer Seenland 2023 statt und erwartet touristische Anbieter, Kulturanbieter, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, Kommunen und Partner zum Austausch aktueller Entwicklung im Lausitzer Seenland. Die derzeitige Situation stellt die Tourismusbranche weiterhin vor Herausforderungen. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise im Lausitzer Seenland? Was haben wir 2022 gemeinsam geschaffen? Welche Projekte und Marketingmaßnahmen stehen beim Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. auf der Agenda? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben Katrin Winkler, Verbandsgeschäftsführerin, und ihr Team. Das im Landkreis Spree-Neiße mit dem Rettungsdienst beauftragte Unternehmen Rettungsdienst Spree-Neiße hat zum 1. Januar seine Arbeit offiziell aufgenommen. Landrat Harald Altekrüger besuchte gemeinsam mit der Fachbereichsleiterin Bianca Köcher-Böning und dem Dezernaten Carsten Billing die Leitstelle und überreichte anlässlich dessen dem Geschäftsführer Roger Preußmann symbolisch einen Schlüsselanhänger mit dem Mammut Susi, dem Maskottchen des Spree-Neiße-Kreises. Altekrüger wünschte zudem dem gesamten Team einen guten Start in das neue Jahr und stets eine sichere Wiederkehr von den gefahrenen Einsätzen. Von dem zuvor mit dem Rettungsdienst beauftragten Unternehmen Falk wurden alle 155 Mitarbeitenden aus dem fahrenden Dienst übernommen.
Die Stadt Großrieschen erhält rund 3,7 Millionen Euro für weitere Stadtentwicklungsprojekte. Bund und Land stellen demnach aus den Programmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung und sozialer Zusammenhalt Geld für den punktuellen Abriss von nicht mehr benötigten Wohnungen und die Anpassung der sozialen Infrastruktur bereit. Unter anderem geht es um den Anbau der Pestalozzi-Schule und die Erweiterung der Friedrich-Hoffmann-Oberschule. Des Weiteren sollen für einen städtebaulichen Wettbewerb 2023 zur geplanten Rathauserweiterung bzw. dem Neubau eingesetzt werden. Mit rund 1,7 Millionen Euro soll das meiste Geld in den Kita-Neubau Spatzennest an der Wilhelm-Pieck-Straße fließen, so das Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg. Der älteste Zeitungskiosk in der Geschichte der Stadt Hoyerswerda hat seine Pforten geschlossen. Bärbel Rosenberg, einstige Besitzerin des Kultkiosk in der Bautzner Allee, verabschiedete sich nach langen 27 Jahren vom gelben Häuschen. Mit einem weinenden, aber auch lachenden Auge ging vor Weihnachten die letzte Tageszeitung über den Verkaufstresen. Rückblickend auf viele schöne Erinnerungen, die ihre ganz eigene Geschichte schrieben, freut sich Rosenberg jetzt auf ein entspanntes Rentendasein. Wie es mit dem historischen Quadrat weitergeht, ist noch nicht bekannt. Die Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schulanfänger für das Schuljahr 2023/24 haben begonnen. Darauf hat die Stadtverwaltung Lauchhammer hingewiesen. Alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 geboren wurden, werden nun schulpflichtig und sind daher in der für sie zuständigen Grundschule anzumelden. Kinder, die für das Schuljahr 2022/23 zurückgestellt wurden, sind ebenfalls erneut anzumelden. Der Termin der Schulanmeldung in den Grundschulen der Stadt Lauchhammer ist der 21. Februar. Weitere Informationen finden alle betreffenden Eltern auf der Homepage der Stadt. Am Mittwochmorgen haben Streifenbeamte auf der Lausitzer Straße in Hoyerswerda einen Täter nach einem räuberischen Diebstahl gestellt. Zuvor entwendete der zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannte aus einem Markt eine Metallsäge. Auf dem Parkplatz des Geschäfts nutzte der 28-Jährige die frische Beute und sägte das Schloss eines Fahrrades auf. Der Stehlschaden belief sich auf ca. 1.500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und sprach den Täter an. Dieser war sichtlich erbost darüber und bedrohte den Zeugen mit einem Messer und flüchtete zunächst mit seiner Beute, konnte jedoch von den Ordnungshütern in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und übergaben es anschließend dem Geschädigten. Ab sofort können sich die Kitas im Landkreis Bautzen wieder für die Sparkassen-Kreiskita-Olympiade im Frühjahr 2023 anmelden. An neuen Standorten im Landkreis Bautzen werden mehr als 100 Kitas um den Einzug ins große Finale wetteifern. An sportlichen Stationen müssen die kleinen Sportler ihr Können unter Beweis stellen und sich als Team durchsetzen. Die Kita-Olympiade ist für viele Vorschulkinder das sportliche Highlight ihrer Kindergartenzeit. Bis zum 17. Januar können sich sportbegeisterte Kitas für die Veranstaltung anmelden. Die notwendigen Unterlagen sind auf der Webseite des Kreissportbundes Bautzen abrufbar. Bereits Ende Februar starten dann die ersten Wettkämpfe. Die regionale Fachkräfteallianz hat das Handlungskonzept zur Fachkräftesicherung im Landkreis Bautzen fortgeschrieben. Das Konzept ist der Rahmen für die regionale Förderung über das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Schwerpunkte in der Förderung in den kommenden 2 Jahren betreffen die Gewinnung von Nachwuchskräften für die duale Ausbildung, die Unterstützung von Unternehmen bei der strategischen Personalarbeit, bei Change-Management-Prozessen und den Ausbau einer überregionalen Öffentlichkeitsarbeit für den Landkreis und seine Ausbildungs- und Arbeitschancen. Seit 2016 unterstützt der Freistaat Sachsen die Landkreise und kreisfreien Städte mit einem jährlichen Budget für Initiativen zur Fachkräftesicherung. Als Jahresabschluss trat im Dezember die Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach, Königshain und Vierkirchen als 12. Kommune der Allianz Sichere Sächsische Kommunen in Ostsachsen, kurz dem ASKOM-Verbund, bei. Mit der Präventionsarbeit wird das Engagement in Ostsachsen unterstrichen und den Bürgern signalisiert, dass gemeinsam die Sicherheitsstruktur in der Grenzregion gestärkt wird. Als nächster Schritt soll nun in der Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach ein kommunaler Präventionsrat gegründet werden. Er legt den Grundstein für die künftige Präventionsstrategie. Darüber hinaus sollen neue wissenschaftliche Aspekte der städtebaulichen Kriminalprävention, insbesondere im Bereich des Bahnhofsgeländes, in die Arbeit der kommunalen Verwaltung einfließen. Auch eine engere Zusammenarbeit
mit der Bundespolizei und dem örtlich zuständigen Polizeirevier ist vorgesehen. Im brandenburgischen Forst wurde das traditionelle Sakura-Weihnachtsturnier ausgetragen. Wie der erste Spremberger Gesundheitssportverein Sakura mitteilte, nutzte der Sichtungstrainer von brandenburgischen Judo-Verband Michael Rex die Gelegenheit, um sich einen Eindruck über die zukünftigen Nachwuchstalente zu verschaffen. Mit Stolz nahmen nach dem Turnier die Judo-Sportler aus Hoyerswerda ihre erkämpften Medaillen und Urkunden entgegen. Mit 3 vorzeitigen Siegen erkämpfte sich Emilia Hillmann die Goldmedaille. Silber gewann Justus Grellert, JC Dietrich, Julian Finke und Ben Sirki. Ludo Winnig holte Bronze. Freuen können sich auch Richard Höckner über den 5. und Leighton Rachner über Platz 6. Unbekannte haben in den ersten Tagen des neuen Jahres mehrere Keller im Stadtgebiet Hoyerswerda aufgebrochen. Die Täter waren an der Bautzener Allee, der Teschenstraße, Friedrich-Scholliot-Curie-Straße und der Röntgenstraße aktiv. In allen Fällen zerstörten die Kriminellen die Schlösser. Der Sachschaden wird mit ca. 310 Euro beziffert. Einen Diebstahlschaden gibt es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Am Morgen des Dienstags ist es in Spreetal zum Zusammenstoß eines VW mit einem Pferd gekommen. Der Fahrer des Passat befuhr die S130 in Richtung Burg Neudorf, wobei ein Pferd die Staatsstraße kreuzte. Trotz der sofort eingeleiteten Bremsung war ein Zusammenstoß nicht zu verhindern. Das Pferd flüchtete anschließend in Richtung Burg Neudorf. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Wie es dem Pferd geht, ist aktuell nicht bekannt. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Wohnblocks in der Hoyerswerda Neustadt präsentieren sich dank der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda und ihren Ideen immer wieder in neuem Gewand. Geschäftsführer Steffen Markgraf erklärte uns, welche Bedürfnisse der Bewohner sich geändert haben, auf die man gerne eingeht. Die Stadt bietet somit besonders für ältere Menschen und Familien attraktiven Wohnraum. Der Wohnkomplex 1 in Hoyerswerda hat sich in den vergangenen 5 Jahren zu einem attraktiven Anlaufpunkt für Neumieter entwickelt. Zuletzt wurden die Baumaßnahmen am Mehrfamilienhaus Otto-Dammerau-Straße 9-15 beendet und insgesamt 44 Balkonanlagen zur Nutzung installiert. Reinhilde Engelhardt ist eine der neuen Mieterinnen, welche in das frisch sanierte Haus der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda einzieht. Sie schätzt vor allem die zentrale Lage inmitten der Stadt, die Nähe der Einkaufsmärkte und auch zum Klinikum. Ihr Haus in Bröten wird sie aufgrund des zu hohen Arbeitsaufwandes bald abgeben. Eben auch für solche Fälle hat die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda in den letzten 5 Jahren insgesamt rund 10 Millionen Euro in den Wohnkomplex 1 gesteckt. Wir hatten vor geraumer Zeit einen relativ hohen Leerstand hier in dem Objekt. Und da ist natürlich unser Ziel, sowohl die Bestandsmieter glücklich zu machen, also Wünsche zu erfüllen, als auch natürlich auch Neumieter hier nach Hoyerswerda bzw. auch ins WK1 mit einziehen zu lassen. Das heißt also, wir haben hier in dem Objekt 48 Wohneinheiten und jetzt sieht man vielleicht auch so schön im Hintergrund, dass die Freisitze, die ja unsere Hoyerswerda Bürger immer gerne haben möchten, auch schon mit platziert worden sind. Neben den neuen Balkonen mit entsprechenden Umbauarbeiten der Heizung und Fenster sowie einem neuen Anstrich wurde in 10 Wohnungen auch die bisherige Gasversorgung komplett zurückgebaut und auf Elektroenergie umgestellt. Insgesamt 740.000 Euro sind damit in die Otto-Dammerau-Straße 9-15 geflossen. WH-Geschäftsführer Steffen Markgraf zeigt sich zufrieden, nur 3 Wohnungen sind nun noch frei. Sobald es etwas wärmer wird, soll im Außenbereich noch die Grünanlage bepflanzt werden. Für eine grundlegende Überarbeitung des städtischen Flächennutzungsplans hat die Stadt Lauchhammer einen Fördermittelbescheid über 200.000 Euro erhalten.
Die sich in den letzten Jahren veränderten Bedingungen und Voraussetzungen, unter anderem durch den Bergbau gefährdete Flächen, bestehende Industrieansiedlung, die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten und die demografische Entwicklung, müssen dringend in den Flächennutzungsplan eingearbeitet werden, so Bürgermeister Mirko Buhr in einer Pressemitteilung. Der Fahrer eines Audi A4 hat in den frühen Dienstagmorgenstunden eine polizeiliche Straßensperre an der Bahnhofstraße in Weißwasser durchbrochen. Der Fahrer des Pkw missachtete das Haltezeichen und trat aufs Gaspedal. Während der Verfolgungsfahrt errichtete eine weitere Streife eine Straßensperre ebenfalls auf der Bahnhofstraße, die der 26-jährige Fahrzeuglenker ebenfalls zu umfahren versuchte und dabei mit einem Streifenwagen kollidierte. Der Pole verlor die Kontrolle über den A4, stieß gegen einen Poller, einen Stromkasten und letztlich frontal gegen eine Hauswand. Der Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in der Folge in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Im Kofferraum des verunfallten Audi fanden die Beamten diverse mutmaßliche Einbruchswerkzeuge sowie Elektronik zur Manipulation von Fahrzeugen. Die angebrachten Kennzeichen gehörten ebenfalls nicht an das Auto. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 54.000 Euro angegeben. Eine Sachbeschädigung am Brückenbauwerk der Wudra im Bereich der Maukendorfer Straße in Wittichenau haben Beamte am Montag während ihrer Streifentätigkeit festgestellt. Unbekannte hatten dort offenbar zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar wiederholt ihr Unwesen getrieben. Sie hinterließen Schmierereien an der Brücke und entfernten Steine aus der Uferbefestigung und verursachten dadurch Schäden am Brückenkörper und dem Hochwasserschutzdamm. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Am Montagnachmittag ging beim örtlichen Revier die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Lautaer Karl-Liebknecht-Straße ein. Eine Pkw-Lenkerin touchierte offenbar beim Befahren des Anwohnerparkplatzes die Hauswand eines Wohngebäudes, wobei sowohl am Hyundai als auch an der Wand Beschädigungen entstanden. Die Schadenshöhe wird nach ersten Erkenntnissen mit insgesamt ca. 4.000 Euro angegeben. Anschließend verschwand die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle. Beamte begaben sich zur Wohnung der mutmaßlichen Unfallverursacherin und stellten dort fest, dass die 38-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,76 Promille. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Sie wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernen von Unfallort verantworten müssen. Die Planung der Photovoltaikanlage im Hoyerswerdaer Ortsteil Bröten geht in die nächste Runde. Dazu hat der Hoyerswerdaer Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Vorjahres grünes Licht gegeben. Nun soll der Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich ausgelegt werden. Auf rund 70 Hektar städtischer Fläche zwischen der Bahnlinie und der Feuerwehrschule im Elsterheider Ortsteil Nard ist demnächst die Errichtung eines Solarparkes geplant. Dem mehrheitlichen Stadtratsbeschluss ging allerdings eine durchaus kontroverse Diskussion voraus, insbesondere dazu, dass landwirtschaftliche Flächen genutzt werden sollen. Die Landwirtschaft gibt Flächen auf. Wir wissen, dass wir in unserem Land landwirtschaftliche Produkte produzieren müssen, also zur Selbstversorgung. Der Anteil ist bis jetzt hoch. Und wir geben auch ein kleines Stück regionalen Wirtschaftskreislauf auf. Und deswegen sollte man auf Landwirtschaftsflächen keine Photovoltaikanlagen errichten. Und deswegen werde ich dagegen stimmen. Mit dem Boot bei dem Projekt sind die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Dabei soll die Bereitstellung der Fläche für die Zusestadt perspektivisch auch Erträge aus der Stromerzeugung in die Stadtkasse bringen und die Bewohner beim Strompreis entlasten. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir an dem Projekt beteiligt sind, hart beteiligt, auch physisch beteiligt sind und dass nach Abschluss letztendlich wir auch über die vielen Jahre da einen Mehrwert hier in der Stadt für uns generieren können. Neben Hoyerswerda ist auch der Landwirtschaftsbetrieb Bergen mit einer Fläche von rund 60 Hektar an diesem Projekt beteiligt. Insgesamt soll demnach ein ca. 130 Hektar großer Solarpark entstehen. Gerechnet wird dabei mit 1 Million Euro Investitionsvolumen je Hektar. In Klettwitz hat der Bau des weltweit höchsten Windmessmastes begonnen.
Dieser ermöglicht eine Windmessung in bis zu 300 Metern Höhe. Ziel des ausführenden Unternehmens Gicon Consult Dresden sei es, mehr erneuerbare Energie ohne weiteren Flächenverbrauch zu erschließen. Dies sei eine Chance für den Strukturwandel in der Region. Beim Thema grüne Energie sind Schipgau und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz bereits heute führend und damit für viele Projektvorhaben interessant, so Professor Jochen Großmann. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt sollen die Grundlage für künftige Höhenwindtürme sein. Diese werden bestehende Windparks in einer zweiten Ebene ergänzen. Für die Wochenmärkte in der Hoyerswerda Neu- und Altstadt treten künftig neue Regeln in Kraft. So stehen die Händler nicht mehr wie gewohnt bis 18 Uhr, sondern nur noch bis 14 Uhr zur Verfügung. Gleichzeitig erhöhen sich die Tagesgebühren der Händler je Standfläche sowie die Stromkosten je nach Leistung. Auch die Vielfalt der Angebote werden angepasst. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf Lebensmittel- und Gartenprodukten, sondern wurde auf Textilien und Haushaltswaren erweitert. Außerdem müssen sich die Gewerbetreibenden nun selbst versichern. Anschaulich machte die Stadt nochmals, für Sturm sowie andere Schäden keine Verantwortung zu übernehmen. Die bekannten Markttage bleiben unberührt. Das 600. Baby 2022 im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda ist noch kurz vorm Jahresende zur Welt gekommen. Am 28. Dezember erblickte Lena Svito das Licht der Welt und machte damit Papa David und Mama Katja nicht nur zu glücklichen Eltern, sondern auch die runde Zahl für das Jahr komplett. Die Eltern aus der Region Senftenberg sind mit ihrem ersten Sprössling mit einem Gewicht von knapp über 3 Kilogramm glücklich und zufrieden, heißt es aus dem Krankenhaus. Ärgerlich hat das neue Jahr für zwei Autobesitzer in Hoyerswerda begonnen, die am Neujahrstag Beschädigungen an ihren Fahrzeugen bemerkten. Bereits kurz nach Jahresbeginn wurde ein VW Phaeton auf der Bautzner Allee durch herumfliegende Pyrotechnik im Bereich der Stoßstange, der Motorhaube, der Windschutzscheibe, des Autodachs und des Außenspiegels beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Ebenfalls durch Böller beschädigt wurde ein VW Golf Variant, der an der Steinstraße stand. Auch hier wurden die Motorhaube und die Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden betrug geschätzt 500 Euro. Am Nachmittag des ersten Tages im neuen Jahr sind auf der alten Berliner Straße in Neuwiesebergen zwei Männer im Alter von 21 und 40 Jahren zunächst verbal, dann jedoch auch körperlich aneinander geraten. Dabei wurde der Jüngere der beiden verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Auch sein PKW wurde durch einen Tritt gegen die Beifahrertür beschädigt. Das war die Regionalzeit am Montag. Alles Neue aus dem nördlichen Teil der Lausitz folgt dann wieder am Montag in einer Woche. Wenn Sie mögen, wie gewohnt um 18.30 Uhr hier in Ihrem Lausitzwelle-Fernsehen. Die komplette Sendung, auch von den Regionalzeiten aus den anderen Regionen der Lausitz, finden alle YouTube-Zuschauer auch auf dem Lausitzwelle-YouTube-Kanal. Alle Regionalzeiten aus Ihrer Region auf YouTube/Lausitzwelle. Morgen folgt hier die Regionalzeit aus dem Oberlausitzer Bergland um Bautzen und Löbau. Schönen Abend. Tschüss. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.